Am östlichen Rand des Erzgebirges liegt ein ganz besonderer Ort. Seifen, das Dorf der Spielzeugmacher. In den Werkstätten entsteht seit Jahrhunderten bezauberndes Kunsthandwerk. Große und kleine Dinge, die zu Weihnachten hier und überall auf der Welt die Herzen der Menschen erfreuen. Höhepunkt der Seifner Weihnacht, die Bergparade am 3. Advent. Bis zu 15.000 Menschen stehen Spalier, wenn sich Seifens einzige Hauptstraße in einen Laufsteg für barocke Bergleute und Männelmacher verwandelt. Dann ist ganz Seifen ein riesiger Weihnachtsmarkt. Kaum ein Tourist, der ohne einen der begehrten Volkskunstartikel nach Hause fährt. Räuchermänner, Nussknacker, Pyramiden, Schwibbögen, Engel und Bergmann. Hergestellt in einer der knapp 120 Seifener Spielzeugmacherwerkstätten. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Betriebe eines Gewerks wie hier in Seifen. Die meisten davon seit Generationen in Familienhand. Wie haben es diese Betriebe geschafft, sich als selbstständige Handwerker durch die DDR zu manövrieren? Wie bestehen sie den harten Konkurrenzkampf seit der Wende? Was ist ihr Geheimrezept? Die Brüder Christian Wolfgang und Siegfried Werner 1967 und heute. Alle sind Holzspielzeugmacher mit eigenen Werkstätten. Siegfried Werner ist der Jüngste, Wolfgang Werner der Mittlere und Christian Werner der Älteste der drei Brüder. Ein Keller voller Tiere. In Christian Werners Manufaktur sieht es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Er ist Reifendreher. Ein einzigartiges Handwerk, das es nur in Seifen gibt. Kurz vor der Wende hat er sich selbstständig gemacht. Ein Wagnis, das er nicht bereut. Ich habe das Reifendrehen aus dem Museum geholt und es wieder marktfähig gemacht. Und wie man sieht, kann man davon leben. Aber vom Himmel kommt es nie geflogen. Man muss schon was dafür tun. Christian Werner steht täglich 12 Stunden in seiner Werkstatt. 500 Holztiere schafft er am Tag. Um ein Reifentier herzustellen, braucht man nicht nur exzellente handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch ein ausgeprägtes optisches Vorstellungsvermögen. Denn das Tier, das er formen will, wird in den nassen Fichtenholzreifen geschnitten, ohne dass er es vorläufig zu sehen bekäme. Vielmehr sieht und entfernt Christian Werner nur, was das spätere Tier nicht ausmacht. Schließlich kommt der Moment, auf den jeder Reifendreher mit Spannung wartet. Denn ob seine Fantasie wirklich ein schön geformtes Tier kreiert hat, wird auch er jetzt zum ersten Mal sehen. Okay, genau so habe ich mir es vorgestellt. Schönes, schlankes Pferd. Die ganze Arche Noah hat Christian Werner so hergestellt. Jedes Tier ist handgemacht und hat natürlich seinen Preis. Früher sprach man sogar vom Archenvieh, das preiswert auf den Weihnachtstischen der Urgroßeltern stand. Preiswert, weil die erzgebirgische Spielzeugproduktion damals hauptsächlich innerhalb der Familien stattfand. Die einen schnitzten die Konturen heraus, die anderen malten das Vieh an. Und das alles ungeheuer schnell und ein Leben lang. Heute muss sich das Handwerk natürlich rechnen. Aber viel verändert hat sich an der Produktionsweise nicht. Auch die Werners sind ein typisch Seifener Familienbetrieb. Christian Werners Sohn Andreas ist Holzspielzeugmachermeister wie sein Vater und hilft als Juniorpartner im väterlichen Betrieb. Mehrere Mitarbeiter bemalen und bearbeiten die Tiere weiter, während sich Mutter Katharina Werner um die Buchhaltung kümmert. Familienzusammenhalt wird bei den Werners großgeschrieben. Unsere Gegend ist ja davon geprägt, dass
man nicht nur zusammen lebt, sondern auch zusammen arbeitet. Und diese Haltbarkeit der Familien ist eben auch die Basis für das Handwerk. In Seifen werden die Manufakturen von Generation zu Generation vererbt. Auch der Vater der drei Werner-Brüder war Holzspielzeugmachermeister. Walter Werner, 1931 geboren, ist einer der bekanntesten im Erzgebirge. Er besucht die traditionelle Spielwarenfachschule in Seifen. Nach der Hochzeit mit der Fabrikantentochter Brunhilde kommt 1958 Christian, ein Jahr später Wolfgang und 1965 Siegfried Werner auf die Welt. Die Eltern arbeiten zusammen. Mutter Brunhilde bemalt die Figuren und Dioramen, die Vater Walter Werner in seiner Werkstatt herstellt. Historisch detailgetreue Fürstenzüge und Bergparaden. 2001 erhält Walter Werner für sein Werk sogar das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Mein Vater war immer selbstständig. Er hat sich also als privater Handwerksmeister in Seifen einen besonders guten Ruf gemacht. Doch das ruft auch Neider auf den Plan. Erst als Walter Werner 2008 stirbt, erfahren seine Söhne politisch brisante Geheimnisse, die ihr Vater mit ins Grab genommen hat. Mein Vater hat viele Dinge ausgesprochen, die er hätte sollen lieber in der Öffentlichkeit nicht sagen sollen. Und es hat ihm eingebracht, dass über 10 Mann hier im eigenen Ort auf ihm angesetzt waren. Die bitterste Erfahrung hat er uns selber nie zu Lebzeiten gesagt, die er zwei Jahre vor seinem Tod erfahren hat, dass sein allerbester Freund, mit dem er alles beredet hatte, aus seinem Leben, Beruf, dass er von ihm, von der Stasi, abgehört worden ist. Und das ist mir zugetragen worden, währenddessen mein Vater schon gestorben war. Die Dinge von damals, sie sind nicht vergessen, aber vergeben. Heute führt Siegfried Werner die Werkstatt des Vaters weiter. Mittlerweile arbeitet auch schon sein Sohn Samuel mit. Dazu mehrere Angestellte. Wie der Vater setzt auch Siegfried Werner auf Geschichte und Tradition. Gerade hat er im Auftrag der Freiberger Bergakademie 15 ihrer bekanntesten Gelehrten geschaffen. Das kommt schon manchmal vor, dass ich an einer Figur, gerade wie Alexander Humboldt oder die Gelehrten der Freiberger Bergakademie, bis ein Jahr forsche, Geschichte studiere, die Aussehensweise der Figuren kreiere, bis dann eine fertige Figur da rausgekommen ist. Walter Werner hat sogar die Geschichte der Seifener Spielzeugmacher mit seinen bezaubernden Figuren dargestellt. Zisterziensermönche entdecken um 1300 Zinnvorkommen in der Region, die aus dem namenlosen Schwarzenwald zwischen Böhmen und Sachsen das Erzgebirge machen. Sie gründen den Ort Seifen. Der Name kommt von Zinnseifen, Zinnwaschen. Doch irgendwann rentiert sich der Erzabbau nicht mehr. Die Familien satteln auf einen anderen Rohstoff um, Holz. Die erzgebirgische Volkskunst wird zum Markenzeichen einer ganzen Region. Drechseln, Schnitzen, Reifen drehen. Was vorher Hobby war, wird jetzt zum Beruf. Seifen um 1910. Zwar öffnen ein paar Spielwarenfabriken, doch der Großteil der Produktion geschieht in Hausarbeit. Der Alltag der erzgebirgischen Spielzeugmacherfamilien heißt Preisdrückerei, Kinderarbeit, Enge und Armut. Umso wichtiger ist es für die Familien, wenigstens zu Weihnachten ein wenig Lichterglanz in die Stuben zu bringen. Die haben mit dem Weihnachtsschmuck erstmal Freude in ihre eigene Wohnung gebracht. Haben einfach das, was ihnen gefallen hat, hergestellt und haben ihre eigene Wohnung geschmückt damit. Aber ich glaube, sie sind nicht lange dabei geblieben, denn auch andere wollten das haben und was sie verkaufen konnten, haben sie verkauft, um ihr eigenes Leben zu fristen damit. Doch reich werden damit nur die Verleger. Sie verkaufen das Spielzeug für teures Geld auf den Messen und Märkten in Leipzig, Nürnberg und Dresden.
Von dort aus geht das Seifner Spielzeug in die ganze Welt. Ab 1939 dürfen Spielwaren nur noch für den Export hergestellt werden. Im Inland wird das Holz für die Kriegsproduktion gebraucht. Gelungene Volkskunst ist auf jeden Fall kein Massenartikel. Es muss kreativ sein, es muss die Vielfalt darin zu erkennen sein. Und da wird auch manchmal die harten Seiten des Lebens humorvoll mit Wärme dargestellt. Ein hoher Anspruch. Wolfgang Werner, seine Frau Ute und seine Mitarbeiter stellen ein paar Häuser weiter wunderschönes mechanisches Spielzeug her. Dabei wäre Wolfgang Werner eigentlich lieber Ingenieur statt Spielzeugmachermeister geworden. Das ist eine Geschichte, die DDR-bedingt ist. Wir sind Christen und von daher war für uns das nicht möglich, in die FDJ zu gehen, bei den Pionieren zu sein, Jugendweihe zu machen. Und da war auch die Oberschule dann nicht möglich und das Studium dann auch nicht. Wolfgang Werner hat mit seinen Produkten zahlreiche Preise gewonnen. Sein Geheimrezept, er interpretiert altes Spielzeug nach historischen Vorlagen neu. Dieses freiheitliche Leben, selbst verantwortlich zu sein, selber entscheiden zu dürfen, wann ich was tue und auch nicht unbedingt jeden fragen zu müssen. Das ist eigentlich für das Handwerk und für die Selbstständigkeit für mich sehr wichtig. Das war eigentlich für mich in der DDR-Zeit einer der wenigen machbaren und möglichen Wege. Auch sein älterer Bruder Christian wollte immer selbstständig sein. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. 1975 beginnt Christian Werner mit einer Ausbildung zum Facharbeiter für Holzspielzeug im größten volkseigenen Betrieb für Spielwaren, dem VEB Vero. Noch immer stehen drei halb verfallene Produktionsstätten im sonst so schmucken Spielzeugdorf. Hier im Werk 3 in Seifen wird damals weihnachtlicher Raum- und Tafelschmuck produziert. Christian Werner erinnert sich ungern an diese Zeit. Für mich war völlig ungewohnt diese massenhafte Arbeitsweise. Die Arbeitsgänge gingen über Wochen, zum Teil eine Arbeit, und das hat mir zugesetzt. Ich habe dann zuletzt Spanschachteln gemacht, wochenlang. Die Kreativität war fast ausgeschaltet und das war sichtbar, dass es auf die Dauer nie gut geht. Ein Großteil der Spielwaren geht zu DDR-Zeiten ins Ausland. Hauptabnehmer die Bundesrepublik, die USA und Japan. Hier Bilder einer Verkaufsausstellung im Westen Berlins. Erzgebirgische Holzkunst, präsentiert im KDW, was so viel heißt wie Kaufhaus des Westens. Das gilt als erste Adresse in Berlin für einen Einkaufsbummel. Wir haben uns manchmal gewundert, warum tausende Menschen nach Seifen kommen, obwohl es nichts zu kaufen gab. Also nur mit Beziehungen hat man mal Nussknacker, einen Räuchermann oder sowas, eine Weihnachtspyramide bekommen. Und das hat man eben gebraucht. Wenn am Trabant der Kotflügel eine Delle hatte oder das Getriebe kaputt, dann brauchte ich irgendein Zahlungsmittel, damit ich diese Teile kaufen konnte. Die Rettung von der stumpfsinnigen Arbeit im VEB kommt mit einer neuen Anstellung im Seifner Freilichtmuseum. Hier kann sich Christian Werner endlich seinen größten Traum erfüllen. Er lernt die Kunst des Reifendrehens, gibt Schauvorführungen vor Touristen. Doch bald findet auch die Zeit im Freilichtmuseum ihr Ende. Das Freilichtmuseum war für mich sicherlich eine ganz hochwertige Zeit. Aber irgendwann merkt man diese Strukturen, das Beglücken von FDGB-Urlaubern tagtäglich und das Drehen von immer wieder Schafen und Hunden und Schweinen. Und da wollte man mal was anderes machen. Und dann fing das an, dass ich merke, dass da mein Freigeist in mir mich gedrängt hat. Das hat hier auch sein Ende, das hat seine Zeit. 1984 kündigt Christian Werner
und entwickelt seinen eigenen Plan, zur großen Sorge seines Vaters. Die Selbstständigkeit war auf jeden Fall der Plan. Aber ob der Zeitpunkt der richtige war, da hatte der Vater manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, ob der Fähigkeitshorizont ausgebildet war bei mir. Und dann hat er natürlich auch noch die Repressalien im Hinterhirn, was er selber durchgemacht hat, bevor er sein Gewerbe bekam. Die Repressalien für die Spielzeugmacherfamilien beginnen in den 1950er Jahren. Denn der Staat übt Druck aus. Die Betriebe sollen nicht mehr in Familien, sondern in Produktionsgenossenschaften zusammenarbeiten. Doch dagegen formiert sich offener Widerstand. Mit dabei Christian Werners Nachbar Wolfgang Glöckner, damals 20 Jahre alt. Heute ist der Seifner Spielzeugmacher 87 Jahre alt und arbeitet noch immer täglich mit seiner Frau in der Werkstatt. Dass Wolfgang und Erika Glöckner zusammen in Frieden alt werden können, hätten die politischen Verhältnisse nach der Gründung der DDR fast verhindert. Es wurden Bürger des Ortes verhaftet und eingesperrt, ohne Diskussion, ohne alles. Und das hat natürlich dann die Bevölkerung in sich mobilisiert und verärgert und damit eine gewisse Negativeinstellung der Seifner Bürger zum Neustaat erzeugt. Vor allem die alteingesessenen Handwerker fühlen sich benachteiligt. Die Verstaatlichung hat den großen Nachteil gegenüber den kleinen Handwerkern gehabt, dass die Materialzuteilung an die Volkseichenbetriebe in jedem Fall problemlos lief. Und wir Handwerker mussten ganz schön sehen, wie wir zu unserem Material kamen, um arbeiten zu können. Wolfgang Glöckner arbeitet damals in der Spielzeugmacherwerkstatt seines Vaters. Nebenbei engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und trifft dort junge Männer, die ebenso unzufrieden sind wie er. Und es hat auch dann dazu geführt, dass einige nach Berlin gefahren sind zur Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und haben sich von dort kleine Fluchtzettel geben lassen, weil hier im Druck war ja sowas nicht möglich unter Aufsicht der Genossen. Die Flugblätter werden heimlich in Seifen verteilt, doch dabei bleibt es nicht. Zur Maikundgebung wurden ja die Bürger in gewissem Sinne zwangsaufgefordert zu gehen. Und das hatten damals einige den Gedanken, wir machen einfach einen blinden Feueralarm und das nützen dann die Bürger aus, die Demonstration oder Kundgebung zu verlassen. Und der Erfolg war so groß, die Sirene war noch gar nicht ganz losgegangen, da liefen die Leute schon weg nach Hause. 21 Personen werden verhaftet und 1952 in Chemnitz vor Gericht gestellt. Manche erhalten lebenslänglich, Wolfgang Glöckner bekommt 15 Jahre. Eine harte Zeit. Doch seine damalige Freundin Erika glaubt an die gemeinsame Zukunft. Es war nicht einfach, weil ich nur bloß 20 Zeilen im Monat schreiben durfte und das mit meinen zukünftigen Schwiegereltern teilen musste und auch das Hinfahren musste ich auch mit den Schwiegereltern teilen und das war alles nicht so einfach, aber wie gesagt, haben auch viele Leute zu mir gesagt, lass das sein, ja, warte nicht so lange. Und das habe ich aber alles nicht befolgt. Doch dann wird Wolfgang Glöckner schon nach 7 Jahren begnadigt. Als ich dann urplötzlich entlassen wurde und meine damalige Freundin, ein 20-jähriges Mädchen, die wir nur befreundet waren, weder verlobt noch sonst was, dass sie dann auf mich gewartet hat die ganzen Jahre. Das gibt sie nur einmal. Im Mai 1960 feiern Wolfgang und Erika Glöckner Hochzeit. Im Februar 1972 beschließt das Zentralkomitee der SED, alle Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern zu enteignen. In nicht einmal 6 Monaten gehen mehr als 10.000 private DDR-Betriebe in Volkseigentum über. Betroffen ist auch die kleine Spielzeugfabrik von Werner Schalling. Seine Erben haben sich die Firma nach der Wende zurückgeholt. Heute leitet sein Sohn Matthias die Fabrik. Als sein Vater enteignet wird, ist Matthias Schalling 9 Jahre alt. Als Erzählung meines Vaters weiß ich also, dass damals Leute gekommen sind und haben gesagt, wir haben einen Vertrag, bitte unterschreiben Sie mal hier unten. Und da stand drin, hiermit biete ich meinen Betrieb zum Verkauf an. Und da hat mein Vater gefragt,
Und was ist, wenn ich nie unterschreibe? Wir können Ihnen die Kredite sperren, also wir haben da vielerlei Möglichkeiten. Ja, man hat einfach versucht, den Selbstständigen da so langsam die Luft abzudrücken. Die Drohung der Zwangskollektivierung, sie hängt über den Handwerksbetrieben wie ein Damoklesschwert. Die Angst vor der Verstaatlichung, die unsere Eltern hatten, die haben wir ja täglich mitbekommen. Am Mittagstisch, beim Abendbrot, da haben wir als Kinder auch mitgebangen. Wie soll das jetzt mal weitergehen? Schlägt der Staat hier wirklich zu, dass unsere Eltern in Schwierigkeiten kommen? Das hat mich schon sehr geprägt. In den 1980er Jahren ist es in der DDR fast unmöglich, als selbstständiger Handwerker ein neues Gewerk anzumelden. Doch bei den Reifendrehern macht der Staat eine Ausnahme. Und so kann Christian Werner am 1. Januar 1985 seinen eigenen Betrieb anmelden, das Reifendrehwerk Werner. Doch die Selbstständigkeit bedeutet noch lange nicht, dass er alles alleine entscheiden darf. Was er produziert und zu welchem Preis, ist von der Dregeno vorgegeben, der Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller. Anders ging es gar nicht. Dort hat man also auch seine Muster hingetragen. Wenn man irgendetwas produzieren wollte, und da gab es 2-3 Mal im Jahr eine Kommission, die sich getroffen hat, die unsere Produkte dann begutachtet haben, Kalkulationen überprüft, und dann bekam man das Preiskarteiblatt. Dann wurde immer kontrolliert, was hast du produziert, wo hast du es hingeliefert. Die Dregeno bildet die Schnittstelle zwischen Handwerkern und Staat. Einerseits gängelt die Genossenschaft die Handwerker, andererseits versorgt sie ihre Mitglieder mit Material. Den größten Teil der Produkte müssen die Handwerker bei der Dregeno abgeben. 45% davon gehen für harte Devisen ins Ausland. Dafür konkurrieren die Handwerker nicht um Kunden. 1974, zur 650-Jahr-Feier Seifens, stattet die Genossenschaft den Festzug mit einem besonders schönen Wagen aus. In der Mitte Matthias Schallings Schwiegervater Werner Gläser. Lange Zeit Mitglied im Vorstand der Dregeno. Da haben alle mitgemacht, die Handwerker. Der ganze Geschalterausschuss hat mitgemacht. Die einen haben gedrechselt, die anderen haben gemalt. Große Bäume wurden gebaut. Und der Wagen wurde dann mit großem Erfolg durchs Dorf gefahren. Ihre Manufaktur haben Werner und Ursula Gläser ihrem Enkel Pierre vermacht, der nicht nur gern auf die Hilfe seiner Großeltern, sondern auch auf die Unterstützung der Dregeno zurückgreift. Bis heute gehören rund 130 Seifner Handwerksbetriebe der Genossenschaft an. Die Dregeno ist deshalb so wichtig, weil sie ein zuverlässiger Handelspartner ist, der kontinuierlich auch die Ware übers Jahr abnimmt. Sie vertritt uns auf Messen national und international und ist für den Export auch zuständig, weil der bürokratische Aufwand sehr enorm ist. Inzwischen sind die Anforderungen an die privaten Handwerksbetriebe enorm gestiegen. Früher hat Christian Werner sein Holz von der Dregeno bekommen. Heute fährt er jedes Jahr mit seinem Sohn Andreas nach Österreich. Hallo. Schönes Österreich. Hier sucht er sich an den Nordhängen der Alpen besonders feinfaserige Fichten aus. Auf den Hochlagen des Erzgebirges hat damals auch schönes Holz gestanden. Aber das ist nicht mehr. Wir brauchen auch heute viel bessere Qualitäten als die alten früher, weil die Produkte, die wir herstellen, auch viel schöner sein müssen. Die Qualität, die Ansprüche der Menschen sind viel höher geworden. Wir müssen viel authentischer arbeiten. Und dann muss natürlich auch das Material maximal sein. Das ist gut. Den nehmen wir. 40 bis 50 Bäume lässt er jeden Winter fällen, die dann im Frühjahr nach Seifen geliefert werden. Welche Produkte Christian Werner damit herstellt, muss er jedes Jahr aufs Neue entscheiden. Ich bin nicht mehr einfach nur ein Handwerker, sondern ein Unternehmer geworden. Das hat uns von der Zeit meiner Gewerbegenehmigung bis heute unterscheidet uns am meisten. Andreas Werner ist selbst Holzspielzeugmachermeister und könnte das alteingesessene Reifendrehwerk seines Vaters übernehmen. Doch ihn plagen Zweifel. Es sind durchaus Zweifel da, einerseits, weil wir halt hier in einer Gegend wohnen, wo schon viele junge Leute wegziehen. Und zum anderen hat es auch was mit dem Betrieb zu tun.
bei all dem Schönen ist es auch so, dass uns zum Teil auch das Kapital fehlt für verschiedene Sachen, sei das das Haus oder seien es verschiedene Maschinen, die einfach mal angeschafft werden müssen. Wo ich vor Herausforderungen stehe, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie kann ich die bewältigen. Siegfried Werners Sohn Samuel ist Geselle in der Werkstatt seines Vaters, weiß aber schon jetzt, dass er sich beruflich anders orientieren will. Ich habe die Geduld nicht so dafür. Die filigranen arbeiten hier und auch die Bezahlung ist für mich jetzt nicht gut genug, wenn ich meinen Vater immer so rennen sehe und letztendlich kommt nicht viel dabei raus. Und da habe ich halt schon, will ich einfach einen neuen Job ausprobieren und was anderes machen. Die Nachfolge in den Seifener Werkstätten ein großes Problem. In den kommenden 5 Jahren sind 30% der Handwerker älter als 65. Schon jetzt stehen viele Werkstätten leer. Wolfgang Werner überlegt sich sogar, seine Manufaktur in ganz fremde Hände zu geben. Mein Sohn hat Ingenieur studiert und baut jetzt Schiffe aus. Und meine Tochter ist in der Schule und macht Sozialarbeit. Da wäre die Möglichkeit, dass wir noch eine Generation weitergehen und vielleicht mal gucken, was die Enkel tun werden. Aber es wäre genauso eine Möglichkeit, auch die Firma in andere Hände zu geben. Weil er in Seifen keinen geeigneten Lehrling fand, hat Wolfgang Werner sogar schon eine junge Frau aus Tokio ausgebildet. Mao Ito, die 2011 für eine Ausbildung als Holzspielzeugmacherin extra nach Seifen kam. Die Vorurteile waren am Anfang sehr groß, aber sie hat relativ schnell auch das Deutsch gelernt und sie war auch eine sehr große Frohnatur, wo sie auch sehr viel gelacht hat und sehr viel erzählt hat von der Kultur in Japan. Das hat ja die Seifner auch sehr stark interessiert und da hat sie das Eis eigentlich gebrochen bei den Seifnern. Auch Christian Werner pflegt gute Kontakte nach Japan, wird häufig zu Schauvorführungen in Museen eingeladen, wie hier in Tokio. Die Japaner wissen deutsches Handwerk ganz besonders zu schätzen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir nicht besonders sind oder dass es nicht interessant ist. Dann kommen wir nach Japan oder in andere Länder dieser Welt und erleben eine Wertschätzung, boah, das in hinten rumlegt. Das kann doch nicht sein, dass wir in Seifen Handwerksbetriebe leer stehen haben, wo die Meister verstorben sind oder Rentner sind und sich niemand findet, einen gängigen Betrieb perfekt eingerichtet weiterzuführen. Also ich hätte das toll gefunden. Als ich 1985 mich selbstständig gemacht habe, war das viel schwerer. Damit erzgebirgisches Handwerk und Brauchtum in Seifen nicht aussterben, haben die drei Brüder die Stiftung Walter K. Werner gegründet, benannt nach ihrem Vater. Seit mehr als 10 Jahren setzen sich die Brüder dafür ein, dass Seifen zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wird. Aber es gibt auch kleinere Projekte, zum Beispiel der Bau eines Spielplatzes. In den letzten 25 Jahren hat sich bei uns im Ort niemand groß um einen Spielplatz gekümmert. Und da haben wir einfach gesagt, wir müssen hier eine Lösung finden, dass die Leute, die mit Kindern hier in den Ort kommen, auch einen Spielplatz vorfinden können. Ganz wichtig ist halt, dass wir Dinge erhalten, die uns wertvoll sind, die unseren Alten schon wertvoll waren. Und dass wir sie eben auch in die nächste Generation tragen können, dass sie nicht den Bach runtergehen. Tradition verbindet sich mit Moderne. Fleiß, Können und Kreativität mit Unternehmergeist. Das ist das Geheimnis der Seifner Handwerker. Wer in der Vorweihnachtszeit nach Seifen fährt und den Trubel sieht, kann die Sorgen der Handwerksfamilien kaum verstehen. Denn eines ist wahrscheinlich: Solange die Menschen Weihnachten feiern, wird auch die Seifener Volkskunst bestehen.